Und es geht schon weiter bei Let's Play Half-Life Opposing Force. Ich bin's euer Nesjafix und im letzten Part haben wir uns hier etwas durch Black Mesa gekämpft und haben merkwürdige Kreaturen getroffen, wie immer, und ein paar tote Forscher und einen haben wir sogar getötet, weil wir böse sind. Okay, ich schaue mich um, hier mit viel... Munition, ne, nice. Ich überlege gerade, wo es weitergeht. Entschuldigung. Wartet. Das ist so ein Fenster. Ah, warte. Da ist so eine Mine, sehe ich da. Da ist so eine Mine. Können wir da... Ich werfe da mal eine Granate hin. Wenn ich geskillt werfe... Der war nicht geskillt. Aber ich könnte es... Okay, warte. Die Scheibe ist ja offen. Oder ist die Scheibe... Also wenn ich geskillt werfe, könnte ich es schaffen, da rein zu werfen. Und da alles zusammenzuhauen. Aber dafür muss ich auch mal geskillt werfen hier. Ich schaff das. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich hasse es. Präzisionswürfe hier. Oh, der war aber gut. Der war schon mal gut. Okay, so ungefähr und dann werfen. War's der? Nein, ich glaube, der war's nicht. Ja, was auch nicht. Okay, ich habe eine bessere Idee. Pistole. Da sieht man den Stahl. Kann man hier vielleicht... Nee, hier kann man nicht. Mir fällt gerade auf, die Scheibe ist noch zu. Okay, jetzt könnte ich schaffen. Speichern. Und jetzt hier Granate. Okay, jetzt muss ich immer nur noch halbwegs gut zielen können. Echt mal so schlecht. Okay. Kann ich mich hier... Gerade habe ich es irgendwie doch auch geschafft, mich hier drauf zu glitschen. Komm, der ist drin. Ja! Geil! Oh, der ist sogar die Wand kaputt gegangen. Toll, ich habe gedacht, das hier wird irgendwie weggesprengt. Okay, gut, dann müssen wir da hoch. Ah, hier geht's sogar weiter. Geil, ich habe gedacht, hier gibt's irgendwas Bonus-Zeugmäßiges. Gut, dann nehmen wir unsere Kiste, die ist... wo ist die? Das hier. Okay, gut. Und... Jup. Da... Jup. Jup. Boah. Hier die Kiste mal gleich rumfliegt, echt. Kann man hier? Nee, kann man nicht. Hey, da ist ein Haircrab, oder? Habe ich da gerade ein Haircrab gesehen? Ich erinnert mich irgendwie gerade etwas an Nightmare House. Ich habe mich zu Tode erschreckt. Aber man kann die Haircrab sogar abschießen. Ich könnte auch theoretisch eine Granate reinwerfen. Zack. Okay, gut, dann haben wir es geschafft und können dort weiter... Was macht das Ding da mit dem Forscher? Will ich das wissen? Will ich das echt wissen? Ich glaube eher nicht. Gut, dann gehen wir hier runter. Und beobachten das. Ach, eklig. Schaut mal den Schalter mal an. Oh. Ich habe gerade irgendein Viech gehört. Warum muss hier über Blut... Oh, jetzt geht auf einmal die Tür auf. Oh, stirb Viech. Hier sind wieder diese hässlichen Jumper. Was? Da hat irgendjemand gerade was gesagt. Wer war das? Ah, unter uns. Okay, unter uns. Cool. What's is? Hey, wir haben eine Rüstung verloren. Ich kann nur hoffen, dass die Jungs im Land, als die Kämpfe begannen, habe ich mich hier versteckt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand da oben überlebt hat. Also, ich hoffe wirklich, Sie wissen, was Sie da tun. Gut, ja, der hat auch keine Ahnung genau, was so abgeht. Aber ich würde sagen, wir schalten erstmal hier den Strom aus. Ich werde hier bleiben und auf meine Kollegen warten. Ach, du bist scheiße. Hä, wir haben doch gerade Strom ausgeschaltet. Das müsste doch irgendwas aktivieren oder so. Was in der Art. Das habe ich alles vorausgesagt. Wissen Sie, einfach alles. Da labert doch irgendwo jemand was. Ah, da ist ein Seil. Oh, da sind tote Polizisten. Und Verstärkung. Corporal Shepard,
Wir sind auch zurückgelassen worden. Wir haben jetzt Ihre Position. Treten Sie von der Wartungstür zurück. Wir sprengen Sie auf. Okay, ich verbarrikadiere mich mir. Oh, Unterstützung. Geil. Sie sind balsam für mein... Da scheint jemand ganz schön Scheiße gebaut zu haben. Sieht so aus, als hätten sich die Lametta-Träger ein bisschen überschätzt. Ach, zum Geier mit Freeman. Bringen wir uns lieber selbst in Sicherheit. Alles klar, Korpel? Gute Anstellung. Dann, folgt mir mal meine Jungs. Tuschungseinsätze für Sachen, die die Regierung verbockt hat, standen aber nicht in meinem Vertrag. Ja, der hat so geil Dialekt. Ganz klar. Na klar, so produzieren wir mehr Schrott. Die hat sich so geil an. Okay, komm, hau die Tür auf. Könnte man sich echt leicht verlaufen, leicht verlaufen, ja. Aber wir verlaufen uns nicht, wir sind geskillt. Okay, jetzt haben wir noch zwei andere Marines dabei und das macht die Sache schon um einiges leichter. Oh, haben wir gleich. Der hat so einen geilen Dialekt hier. Ah, das macht mich echt glücklich, hier mal Unterstützung zu haben. Komm. Hat jemand den Rest von meinem Platoon gesehen? Ich bin jetzt dein Platoon. Tür auf. Überprüft eure Zone. Okay, ich werde hier kommt was. Hast du mal eine Ahnung, wer hier die Leitung hat? Commit? Roger, zu Befehl. Commit? Horst Seppo, commit! Okay, ich werde das Gebiet sichern. Ja. Commit! Nein, ich lasse hier keinen von meinem Team hier alleine. Gut, Aufzug. Ah, wenn der Aufzug jetzt kaputt geht, ich hau das Spiel zusammen. Situation sieht ziemlich böse unter Feuer. Interesting. Was geht ab? Oh oh. Ich werde hier kommen kämpfen. Okay, kommt mit. Raus jetzt, Koppel! Ja, schießt auf mich! Ach toll, echt mal. Wie die natürlich alle auf mich schießen, so mies. Ey, kommt alle mit hier. Ey. Ich hab ein übles... Hey, der eine ist doch Mediziner, oder? Genau, Corporal, ich bin direkt dahinter. Ich bleib hier und warte auf euch sofort. Wachdienst, ne? Erwischt! Gut, kommt mit, meine Homies. Da ist irgendwo noch einer. Gebiet sichern, los, los! Da ist irgendwo einer. Ich höre ihn doch. Ich bring sie den 0,x hier durch. Ich höre ihn doch. Wo ist das Viech? Nein, mach nicht. Ach egal, mach halt die Tür auf. Okay, gut, dann lassen wir ihn erstmal hier schweißen und schauen wir auf der anderen Seite. Erster Exit, der klingt schon mal gut. Da oben ist da zwar irgend noch ein Viech, aber das ignorieren wir einfach. Oh, das hört sich irgendwie an, als wäre es hier in der Wand. Okay, gut. Bist du fertig? Boots. Geile Einstellung. Ja, zwei Shotgun-Schüsse brauchst du natürlich. Oh. Oh. Natürlich ist da noch einer. Das war so klar. Okay, gut, etwas Munition. Oh, ich hab grad gedacht, du wirst ein Gegner. Gut, müssen wir jetzt hier... Hey, ich gehe unten lang. Unten lang ist es mir irgendwie lieber. Weil ich glaube, das ist irgendwie so, wenn der eine gestorben wäre, dass man hier nicht weitergekommen wäre. Überprüft eure Zunge. Eure Zunge? Ach, ich habe keine Ahnung, was der lautet. Ja, na super. Ah, Security, schön. Ah! Etwas Munition hier, schön. Gut, ey. Kommst du mal mit? Wo ist der andere, Heini? Andra Heini, wo bist du? Ach, du bist da oben. Roger, alles klar. Komm mit! Die Situation sieht ziemlich aus. Ich meine, die hätten die KI von dem man wirklich schlauer machen können. Madran, Ruhe jetzt! Also ich bleib erstmal hier. Hol Nein, du kommst mit, ich brauch einen Schweißer hier. Boah, komm doch! Ich meine, das ist scheiße. Ich lass ihn hier nicht zurück, komm. Ich bleib hier. Ja, dann komm mal mit, komm. Komm, komm, kleiner, süße. Okay, melden. Komm, sag. Ach, du bist doch so
blöd, ganz ehrlich, kotzt mich nicht an. Ganz ehrlich, du kannst mir nur nicht sagen, dass er nicht über die Tür gehen kann, die eh aufgeschweißt hat. Echt, mein Fahrzeug, ganz ehrlich. What the hell? Hey, sorry, aber da muss ich jetzt nochmal laden. Ey, man, das war ja übertrieben hier, okay. Überprüft eure Zone. Da ich schon wieder alle Wieger sagen. Okay, gut. Gehen wir mal vor. Ach, scheiße. Ich wollte einen Sekundärfeuer eigentlich mit dem raushauen. Okay, gut, dann mache ich's. Ich hab ein übles anders? Gefühl, so? So? Die Situation sieht ziemlich böse aus. Oh! Nein, ich muss das hier echt mit Taktik machen. Ich will nicht, dass mein Freund hier stirbt. Nenn mich doch bloß Drill-Tatschen-Bahn, jetzt sehen können. Zack, die liegt schön, die Granate. Viel Spaß. Moin. Der kommt auch nicht mehr mit, oder was? Ihr seid doch alle scheiße, ganz ehrlich. Ja, triff mich. Okay, lassen Sie mich in Ruhe. Der lässt mich in Ruhe. Und der lässt mich jetzt auch in Ruhe. Okay, das ist schön. Und unsere zwei Freunde lassen uns einfach hier in Ruhe. Hier ist irgendwo noch einer. Hört auf, die ganze Zeit Video zu sagen. Hinter der Bühne, echt man. Camper hier. Gut, what the? Hallo? Mein Freund? Ich meine, ich weiß nicht, ob das nur einer ist. Ey, jetzt kommt der Heini und macht... blockiert uns den Weg. Okay, gut. Ich weiß, wie ich das mache. Und jetzt so. Ja, ich habe auch ein übles Gefühl. Wir sind nämlich über Aliens. Okay, der eine Typ, der bleibt jetzt echt unten. Was für ein Asoziale hier. Gut, dann würde ich sagen, können wir weitergehen. Und Daten werden geladen. Oh, schön. Hier werden aber richtig auf Daten geladen. Fällt mir auf. Was ist das? Hä? Das ist ein Bild von Gordon Freeman, Employee of the Month, der Mitarbeiter des Monats, der die ganze Firma zerstört hat. Ey, das ist doch toll. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder bei Let's Play Half-Life Opposing Force. Bis dann, euer Dennis Perfect, ciao.